Willkommen in Bochum Hauptbahnhof. Dies ist eine S-Bahn Richtung Westen, die bis nach Essen Hauptbahnhof fährt. Ja. Szenario Nummer 3. Etwas unpassend, denn für Schnee ist es eindeutig zu warm. Wie war das? Essen Hauptbahnhof, ne? So, PZB und SIFA. Dann war das, glaube ich, bei FIS. Dann Route eingeben. Wir fahren ja, glaube ich, nur bis nach Essen Hauptbahnhof, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Hoppala. Was? Aber war das gerade Dortmund oder war das Solingen? Wir fahren aber nur bis nach Essen Hauptbahnhof. Na, dann können wir ja. Das so belassen. Und übernehmen. Hoffen wir mal, dass das richtig war, ansonsten my bad. Aber schon gerade eben Solingen dran, ne? Ich meine schon, dann ändern wir das mal wieder in Solingen. Und wenn es nicht so war, dann. Dann I'm sorry. Aber ich meine, das war auf Solingen. S1 Solingen. Schade, dass es nicht so einen Reset-Knopf gibt. Was? Ja, erstmal schön verriegeln. So, zack, 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 zack. Wie gesagt, wenn es. Ich glaube, es war Soling. Ich glaube, da ist schon Soling dran. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich habe leider nicht geguckt. Nächste Halt Bochum Ehrenfeld in einer halben Minute. Schön im Schnee zu fahren. Mal was anderes wieder. Das war wie gesagt etwas unpassend für die aktuelle Zeit. Boah, hier muss man echt was. Wenn ich da noch ein bisschen weiter aufnehme von Trains in World, dann muss ich definitiv mal nochmal was zu trinken holen. Anders geht's nicht. Ich hab jetzt schon wieder einen trockenen Mund. Da haben wir jetzt angefangen. Etwas übers Ziel hinaus. Scheibenheizung braucht man, glaube ich, nicht. Gibt's auch bestimmt irgendwo Heizung gar nicht. Oh, den verriegeln. Dann verriegeln wir die Türen. Ach komm schon, ernsthaft. Wieder zu früh. Dass man das nicht erkennen kann hier alles. Nächster Halt Wattenscheid Höhentrop. In 4 Kilometern. Ah, auch nicht schlecht. Haben wir ein bisschen Strecke vor uns.
Aber da. Okay, die Richtung, wenn wir zu benutzen, war natürlich jetzt total sinnfrei, aber. Egal. Da haben wir die 120er-Zone. Dann beschleunigen wir mal auf 120 km pro Stunde. Und dümpeln Richtung Wattenscheinhöhentrop. Durch den Schnee, durch die Nacht. Es geht leicht bergauf. Wir sind aber schon fast wieder am Bahnhof. Also von daher können wir schon fast prinzipiell. Okay, wir müssten eigentlich schon da sein. Also irgendwie. Ich weiß, glaube ich, nie pünktlich schaffen. In den ganzen Szenarien oder Strecken oder wie auch immer. Schauen wir mal ein bisschen rein. Kann sein, dass ich gerade mal die Aufnahme abkackt, weil die Festplatte mal wieder meint, sie müsste rumzicken. Verstehe ich jetzt auch wiederum nicht. Wir halten doch genau an einem Bahnhof. Also vor allem, es war nie hier im Game so. Was die Probleme betrifft, da liegt es jetzt an was anderem. Ach Gott, ich dann mache ich die Tür halt nochmal auf. Es liegt an Windows, an was denn auch sonst. Der Feedback-Bullshit. Muss mal nett ausdrücken. Das ist aber auch wieder schön hier. Hallo, kannst dich mal beruhigen oder muss ich... Alter, diese... Was soll denn der Käse? Nur als Käse beschimpfen, na dann ist es wieder weg. Muss man nicht verstehen. Nächste halt Essen Eiberg. In anderthalb Minuten, holy shit, das sind 3,6 Kilometer, schaffe ich halt nie im Leben. Aber sowas von absolut nie im Leben. Ein beschrankter Bahnübergang. Ja. Was zum Fick ist die Pro? So, oh Gott. Ich muss schon auch so im Schnee zu fahren, das ist auch schon eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auch was angenehm. Wie gesagt, zwar jetzt nicht unbedingt wettertechnisch passend, ich meine mit 23 Grad Schnee, unwahrscheinlich. Dann
bremsen wir diesmal doch mal ein bisschen anders. Mal gucken, einfach mal ein bisschen Bremsverhalten oder ja, ein eigenes Bremsverhalten an das andere Bremsverhalten anpassen. Ich würde sagen, dieser Bremsvorgang war doch eigentlich ganz smooth. Punktetechnisch sind wir, glaube ich, auch ganz gut dabei. Können wir gleich gucken, während wir wieder losfahren. Nächster Halt, Essen-Stehlost. In einer halben Minute. Gut, sind auch nur 1,4 Kilometer. Okay, jetzt nochmal kurz. Geschwindigkeitsveränderung von 100 auf runter auf 100 Kilometer pro Stunde. Später geht es wieder hoch. Punktetechnisch. Ah, ganz gut dabei. Es sind jetzt auch nur noch zwei Stops. Oder drei. Zwei oder drei Stops. In diesem Stop kann ich eine Katze wieder rauslassen. Die Türen auf und lassen mal fix die Katze raus. Wunderbar. Und weiter geht's nach Essen-Stiele und danach sind wir schon bei unserem Endhaltestand, genau, unsere Endstation Essen-Hauptbahnhof. Haben wir es auch schon fast geschafft. Ich glaube, ich stelle mal gleich. Vielleicht nicht währenddessen. Dann sehe ich nämlich nichts mehr. Die Helligkeit wieder ein vom Monitor bis zu den Kontrast. Die Helligkeit ist ja schon auf voll. Die Sonne kommt jetzt doch wieder raus. Immer weniger.
Da war ich wieder zu früh, da muss ich warten, bis die Dings durch ist, scheinbar. Ne, ist halt unendlich viel Essen, Hauptbahnhof. Ankunft in 2 Minuten. Also angeblich. Wahrscheinlich sind wir dann mit einer Minute Verspätung dort. Dürften kurzzeitig noch ein bisschen flotter sein. War nur kurzzeitig, wie gesagt. Ich hoffe, ich sehe gleich wieder die Geschwindigkeitsbeschränkung. Jetzt, wo ich sowieso kaum noch was erkenne, durch die Sonne, Einstrahlung. War das hier für Raum? Ne, Sieg. Nein. Fahrgast soll natürlich an sein. Ist doch, glaube ich, die Instrumentenbeleuchtung, ne? Ich finde es einfach nicht gerade. Oh Gott. Was passiert hier? Dann lassen wir es einfach mal dabei. Obwohl wir wieder hier irgendwo drin rumfuschen. Und es nicht finden rechtzeitig. Ah, da haben wir es. Das habe ich gesucht. So, dran denken. Ja, jetzt muss ich nur noch dran denken, dass ich in den Bahnhof langsam reinfahre. Rollen wir mal ganz gemütlich rein. Oh, wunderbar. Das läuft ja gerade wie geschmiert. Ja, warum jinx ich es auch bloß? Okay, wir waren vorsichtig, aber wir müssen noch vorsichtiger sein. Ist das belastend wieder? Aber lief es doch so gut bis dato. Wird langsam echt wieder zu warm hier. Müssen wir jetzt noch einsteigen, also zu machen die Tür oder nicht? Weiß ich schon gar nicht mehr.
Dann war es das eigentlich auch schon mit dieser Tour. Mal gucken, ob wir. Nun, da für diesen Zug Bedienschluss ist, fahren Sie ihn für die Nacht in das Betriebswerk. Befolgen Sie dabei alle Signal- und Geschwindigkeitsangaben. Okay. Dann machen wir das mal. Und fahren den Zug zum Betriebswerk. Das war Kette. Dann beschleunigen wir mal 25 km pro Stunde und kullern dann weiter zum Essener Betriebswerk. Geht leicht bergab, wie man merkt. Schön mit dem Gequietsche. Ah, es gefällt einem schon. Also mir. Das Gequietsche gehört einfach dazu. Wunderbar. Dann Signallichter aus. Den Richtungswender auch auf aus. Rausziehen. Danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie sich abgeschnitten haben. Oh oh. Ich ahne Böses. Ja, dann spannen wir nicht so lange hier auf der Folter. Schiefen unlocked. Ja, HRR, Hauptstrecke, reine Ruhe, Snow und das andere habe ich schon nicht mehr gesehen. Oh Gott, Medaille, wunderbar. Level 25 allgemein und Hauptstrecke auch auf 6 gebracht. Und in der BR425, in der DB-Lackierung, sind wir jetzt auf Level 4, kurz vor Level 5. Wir sind in 0 Meter gegangen, haben 17,64 Kilometer zurückgelegt und 24,5 Minuten dafür gebraucht. Und 8059 Punkte bekommen und damit eine Goldmedaille. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch in einem nächsten Video wieder, im nächsten Szenario. Zwei haben wir noch, bevor es dann auf den Streckenplan geht, beziehungsweise auf den Fahrplanmodus. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder hier auf der Strecke, Hauptstrecke,
Rhein-Ruhr oder in einem anderen Video von Trains in World oder in einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.